Ja, und zwar teste ich heute Kröger Acroliner Pack. Und zwar ist in dem Pack enthalten hier der Acroliner Container, dem ich meine Früchte, Getreide, ich weiß gleich, aber eher Häckselgut alles transportiere. Das hier ist der Unterbau, also halt, ja, da ist der Container, ist, muss man ja irgendwie aufladen können und so. Das macht man mit dem und dann hat es da dabei noch hier den Zuhammer Gülle Container. Mit 21.000 Liter. Auch als Aufbau. Ja, hier geht halt 33.000 Liter rein. Habe ich mir jetzt alles mal gekauft. Und so sieht's aus. Ausgeklappt. Ja, gehen wir gleich mal zur Textur. Ja, man kann's lesen. Hier Trittstufe. Man erkennt alles schön. Container. Ja, es geht zwar noch schärfer, aber es ist gut. Ist ja nicht ganz perfekt, aber es ist gut. Bekommt er hier 4 von 5 Punkte der Sterne, je nachdem von mir. Und jetzt hier seht ihr ja oben im HUD, denkst du, Liftachse heben auf V. Seht ihr, geht hoch. Wie ein Wunder. Jetzt geht ihr dann wieder runter. Und Heckarm ausfahren, einfahren, Taste N und M. Mit N geht er hoch, hört ihr ja auch. Das Gas geht hoch. Und ja, da muss man dann einmal kurz, ich jetzt so einmal kurz drauf drücke, dann geht das Teil hoch, sondern man muss die ganze Zeit drauf drücken, bis es dann ganz eingefahren ist. Es dauert halt schon ein bisschen, aber ist wohl in echt auch so. So, und wenn er dann anhält, weiß man, dass es ganz einfach ist. So, jetzt testen wir mal, ob auch Getreide reingeht. Jupp. Mais geht. Und was hier unter an der Anzeige da drüber, wo man Geräte auswählen kann, auch gut ist, wenn man es ausgewählt hat. Ist blau. Wenn es dann der andere nimmt, ist weiß. Ja, habt ihr die Ablade-Animation gesehen? Da tun noch mal was rein. Sieht an sich nicht verkehrt aus, aber habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber ich meine, es geht ein bisschen zu weit raus. Ja, aber es passt schon. Wir sind mit dem jetzt fertig. Machen wir es anders. Dann gehen wir zu dem Gülle-Auflieger. Zuhammer Gülle-Technik. Ja, auch gleich. Alles nur halt in Gülle zu bringen. Er auffüllen. Hier sieht man auch bei dem Auswählteil, man kann dann unter der Unterbau, keine Ahnung wie es jetzt Fachsprache heißt, auswählen oder oben der Auflieger. Ja, egal, müsste jetzt halt ganz voll machen. Fahren mit dem rüber zum Güllefass zum Schauen, ob wir auch abladen können. Und ja, was ich euch empfehlen würde, ist Frontgewicht. Weil ohne, du vergesst es. Also der hier schafft's gar nicht.
Im Kurvrum ist der Fahrer dann so leicht, dass er überall hinrutscht und ja, das ist schon blöd. Fahren wir hier kurz ein bisschen Offroad. Zur Abkürzung. Ja, da haben wir noch das Zeugdarsteller von unserem Tutorial. So, absteigen. So, das Fass haben wir noch voll. Nur mal kurz Y-Zwischenlage fülle, dass das Güllefass ein bisschen leer wird. So, ihr seht, es ist jetzt hier im Güllefass. Ach, ist das ein selber im Güllefass, kein Zubringer. Ach. Entschuldigung, mein Fehler. Dachte, es wäre ein Güllezubringer, weil da ein Güllecontainer steht. Also, ja, Entschuldigung. Wie ihr seht, streut auch. Es war nicht ganz so breit wie die Animationen. Aber macht ja nichts. Er bekommt von der Animation her Funktionen. 5 und 5. Punkte, weil ihr habt ja gesehen, es macht alles. Ich finde so ein Containerpack einfach gut, weil man da halt alles machen kann, wenn es dann noch verschiedene Aufbaute dabei hat und so. Deshalb persönliche Meinung auf 5 von 5 Punkte, denn wir haben bei einer Gesamtpunktzahl von 14 von 15 Punkte geteilt euch 3. Ja, dann 4,6666 und so weiter. Und das runden wir ja dann auf, also 5 Punkte. Volle Punktzahl. Also falls ihr euch den Mod downloaden wollt, Link in der Beschreibung. Ja, vielleicht schaut mal auf meinem Kanal vorbei und dann bis zur nächsten Mod-Vorstellung oder je nachdem.